Nachhaltigkeit ist zu einem wichtigen Schlagwort in Politik, Wirtschaft, Freizeit, aber auch im Alltag geworden und scheint immer mehr Facetten des Lebens zu beeinflussen. Du kennst den Begriff der Nachhaltigkeit sicher spätestens seit Fridays for Future, aber auch davor hat er schon eine große Rolle gespielt. In diesem Zug wird häufig nicht nur von Nachhaltigkeit gesprochen, sondern auch viele weitere Begriffe werden verwendet, wie zum Beispiel CO2-Emissionen, Biodiversität, erneuerbare Energien, Klimawandel und Klimagerechtigkeit, Klimaneutralität, aber eben auch nachhaltige Entwicklung. Diese Begriffe müssen wir erstmal sortieren. Am wichtigsten ist es dafür, wenn wir uns zunächst mit dem zentralen Begriff der Nachhaltigkeit beschäftigen. Was meinen wir also, wenn wir von Nachhaltigkeit oder nachhaltig sprechen? Und wie gehen wir damit um, wenn nachhaltig oder Nachhaltigkeit immer häufiger in einem Atemzug mit weiteren Begriffen genannt wird? Das wirst du in dieser Lektion erfahren.